Ja, wir knacken, ja, wir knacken, ja, wir knacken den Safe. Ein bisschen schneller, bitte. Geht doch. Da liegt noch Geld, einwandfrei. Hier liegt noch Geld. Super, machen wir das. Man kann nie oh, genug Pfeile. Waffen haben. Kann ich die nicht einsammeln? Weil ich schon keinen Bogen habe, war. Macht Sinn. Was gibt's hier noch so? Der Rest ist alles noch voll, war. Einwandfrei. Dann können wir weiter. Machen wir direkt die nächsten. Wo lang müssen wir? Da lang. Und dann gehen wir von da aus zum Gefängnis. Macht Sinn, oder? Ich glaube schon. Kommen wir hier hoch? Perfekt. Boah, dass man instant so Halluzinationsschübe von dem Scheiß kriegt, das ist nicht normal. Ja, mach das, Schwester. Machst du super. So lange Strecken laufen ist echt scheiße, aber ich bin euch ehrlich, ich laufe lieber, als dass ich fahre. Vielleicht auch einfach, weil ich schlecht im Fahren bin. Das kann tatsächlich ein sehr, sehr guter Grund dafür sein. Aber ich laufe lieber, als dass ich fahre. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir Tieren begegnen, ist nochmal höher. Warum sind die nicht wütend auf uns? Die müssten doch voll geblisst sein bis oben hin. Eigentlich macht die das doch aggressiver. Einfach nochmal so riesen Felder. Die bauen das auch überall an. Alles klar, ich habe ihn nicht getroffen. Perfekt. Ich hatte gerade die perfekte Möglichkeit, so ein Scheißding mal zu treffen. Ich habe es nicht hingekriegt. Missing? Ach, Wanted. Sinner. Sind das wir? Das sind wir! Hier klingelt irgendwo ein Telefon. So, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir das anzünden? Dann laufen wir mal einen Schritt nach hinten. Kommt die Schwester mit? Super. Nee, so. Oh, wir haben zu weit geworfen. Hat das gereicht? Reicht das? Sag mir jetzt nicht, da brennt alles und das Auto nicht. Aha. Ja, das sieht man doch gerne, da schaut man gern zu. Trotzdem hat hier irgendwo ein Telefon geklingelt. Lol, was? Okay, Bro, das ist fucking creepy. Bro, das ist fucking creepy. Daran stimmt irgendwas ganz gewaltig nicht. Das ist sehr fucking creepy. D-
Digga, die Alte verfolgt uns. Geht das jetzt ihr komplettes Gebiet so? Ey, du bist hier. Komplett auf Drugs die ganze Zeit. Oh, warte mal. Wo sind die Lautsprecher? Da sind zwei, da ist noch einer. Oh nein, du siehst uns ganz sicher nicht. Kommen wir da hoch, ohne gesehen zu werden? Oh nee, du siehst uns nicht. Ich ändere die Position. Von hier kann ich nichts machen. Da sitzt einer am Tower. Ja, das ist jetzt natürlich. Wir müssen da halt irgendwie hin. Die sind halt auch alle voll geblisst, ne? Okay, von da werden wir halt wieder gesehen. Scheißen wir einfach drauf? Die Frage ist, drehen wir halt komplett ab, wenn wir hier zu lange drinnen stehen. Oh mein fucking Gott, war das knapp. Ah, nee, ihr seht uns nicht. Nee, ist nicht. Der zweite Alarm ist da halt mittendrin, wie willst du das machen? Nee, ihr seht uns nicht. Hör doch mal auf. Der ist halt unbewacht, ne? Da läuft ein Dude. Easy. Jetzt können wir rein. Das war fucking gut.
Das läuft sehr gut. So, sobald wir da rausgehen, werden wir hundertprozentig von dem Dude auf dem Turm gesehen. Easy. So, wo gehen wir jetzt als nächstes lang? Wir machen das gerade richtig gut. Also, so leise Angriffe sind voll smart. Die machen ja übel Bock. Nö, du siehst uns nicht. Wir machen gar nichts. Wir sind nicht da. Okay, jetzt sind sie darauf aufmerksam geworden. Ist okay, das ist gar kein Problem. Du siehst uns nicht. Hör mal auf hier. Das ist nämlich das, was ich meine. In solchen Situationen musst du eigentlich versuchen, erst den scheiß Scharfschützen loszuwerden. Wieso treffe ich ihn denn nicht? Geht doch. Easy. Unentdeckt. Unentdeckt. Ey, wir machen super Fortschritte, was das Clearen von denen angeht. Ich bin zwar dabei, zwar konzentriert. Was vielleicht ein bisschen langweilig zum Zusehen ist in den Momenten, aber ey, wir machen das richtig gut mittlerweile. Oh, warte, ich will da nicht drin stehen. Ich kenne niemanden, der seine Kind. Okay. Mindestens einen Sommer im Sacred Skies Ferienlager war. Als Ferienlager hat es jetzt zwar ausgedient, aber wenigstens kann die Sekte ja auch keine Drogen mehr herstellen. Danke dir, Pity. Digga, das ist hier alles so hart in der Luft. Gott verdammt. What the fuck? Willkommen im Bliss. Was will die Alte von mir? Ich weiß, du kennst die Geschichten über mich. Nein, tue ich immer noch nicht. Außer, dass du mir irgendwelchen Bliss ins Gesicht pustest. Ich weiß, du kennst Geschichten über mich. Dass ich lüge. Ja. Dass ich manipuliere. Ja, du verfolgst mich die ganze Zeit schon, Schwester. Was willst du von mir? Der Geist der Menschen vergiftet. Tust du? Tja. Tja. Ich erzähle dir eine andere. Digga, wir sind komplett high. Ich würde der so verfallen, ich bin euch ehrlich. Ne? Würde mir jemand, also ich meine, ich habe ein sehr open mind und sowas, aber würde die mir was erzählen, ich würde da alles glauben. Ich würde da alles glauben. Es braucht von der Familie. Ja, arme Mensch. Sie nahm eine Nadel zu Hilfe. Sie war ganz allein. Sie wollte sterben. Und dann traf sie den Vater.
Ja, cool. Schön für den Vater. Er gab ihr Hoffnung und Zuversicht. Tell me more. Ihr Vater zeigte ihr, wie besonders sie war, so voller Liebe und Leben. Er gab ihr eine neue Familie, die sie akzeptierte, so wie sie war. Danach wollte die junge Frau nicht mehr sterben. Ah. Ihr Leben hat wieder Sinn. Wo hat die auf einmal Flügel her, Alte? Was passiert? Was ist das für ein Fiebertraum? Eines Tages brachte der Vater sie hierher. Er fragte, ob sie an ihn glaubte. Er fragte, ob sie bereit sei, für ihn zu sterben. Die Junge, das ist ein Fiebertraum. Ich bleib dabei. Wollte, hatte Angst. Krank, Alter. Wenn sie auch an ihn glaubte. Das ist so krank. Also sie die Augen und sprang. Der Vater hielt sein Wort. Stehen wir da jetzt in Real drauf? Der Weg nach Eden ist offen für die, die glauben. Folge dem Pfad. Er springt jetzt nicht, oder? Du musst glauben. Lass los. Holy shit, what the fuck? Ich will nicht. Lass dich von deinem Glauben leiten. Ich gebe dir ein Ziel. Ich befreie dich. What's happening? Wir sind voller Bliss jetzt irgendwo auf einem Boden. Das ist Hope County Gefängnis. Ein Glaubensbeweis. Fühlst du dich anders? Nein! Fühlst du dich lebendig? Nein! Der erste Schritt ist immer der unheimlichste. Aber wir glauben alle an dich. Mach die Pilgerreise. Wandle auf dem Pfad. Wir sehen uns oh, bald. Wow. Er hält die Zivilisten im Zaum. Okay, das ist crazy. Das ist krass. Eliminiere die Gegner. Ich ziehe um. Ich brauche mehr Überblick. Ich sehe halt kaum wen, der jetzt nicht zu denen, also zu uns gehört. Hey, bist du das, Rookie? Gott sei Dank. Ja. Hilf uns hier mal. Wo ist noch wer? Verletzter, ich brauche einen Sanitäter. Scheiße. Oh, ich dachte gerade, es ist schon wieder was mit uns. Meine Herren! Schon seit Tagen gegen diese Mauern und hör nicht auf. Das ist ein echtes Hornissennest. Max auf der Straße! Verdammt! Sunny! Rookie, ich brauch dich auf der Mauer. Rookie ist da, wir machen das. Wir schaffen das.